Hi Leute, das ist Sanu hier. Die Incursion Paradise Lost ist eine der geilsten Content-Ideen seitens Massive, die wir seit längerer Zeit hatten. Die endlich vollgepackt mit einer Exotik, mit Goodies, mit Funksprüchen. Einfach nice. Das macht Spaß. Und ich möchte euch ein Stürmerbild zeigen, was gut, sehr gut zu farmen ist, sehr gut aufzustellen ist und extrem stark ist in jeglicher Situation. Und euch noch zusätzlich guten Schutz bietet vor Elite-Gegnern. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und auf dem Discord bei uns vorbei. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe keine Ahnung, ich kann gar nicht zählen, wie viele Stürmer-Builds. Oh, Reset, 10 Uhr. Haben wir wieder in Kirchen farmen. So, die wissen, dass ich ein absoluter Stürmer-Liebhaber bin. Ich habe, glaube ich, 8, 9, 10, 11 verschiedene Stürmer-Build-Varianten habe ich auf dem Channel. Und ich liebe das einfach. Und der Stürmer ist halt auch mit das stärkste Build in der neuen Incursion. Und ich habe euch eine Variante gebastelt, die einfach zu farmen ist. Sich die meisten, wenn die Coyote-Maske haben, wer das nicht hat, einfach zielgerichtet Maske farmen und dann ja, mit viel Glück die Coyote-Maske raushauen, weil die hat komplett rot, sehr gute Werte und bufft das ganze Team mit, je nachdem in welcher Entfernung man zum Gegner ist und auf den Gegner schießt. So. Machen wir aber kurz, wir machen das hier kurz und bündig. Die Spezialisierung, die ich gewählt habe, ist der Überlebensexperte. Einzig und allein aus dem Grund, passt auf, weil, wo ist es? Der Überlebensexperte gibt uns 10% höheren Schutz vor Elite-Gegnern. In der Incursion selbst, bei jedem wichtigen Encounter laufen nur Elite-Mobs, also nur gelbe Mobs rum. Und da profitiert ihr voll und ganz von dem Schutz vor Elite. So sehen halt auch die Modplätze aus bei mir, ne? Jeweils vom Rucksack und von der Brust, da sind jeweils 12% Schutz vor Elite drin, den 13%, da machen wir immer einen Gag, den gibt's ja nicht, weil ich spiele 5er Division, ich habe noch nicht einen davon gesehen, noch nicht mal droppen sehen, aber ja, was soll, vielleicht kriege ich den irgendwann mal. Auf jeden Fall, hier alles reingeballert, kommen wir auf 12, 24, 36, 46% mit dem Überlebensexperten, 46% weniger Damage von den gelben Mobs. Da freut sich nicht nur euer Heiler, sondern da freut ihr euch auch extrem drüber. Und trotzdem ist der Damage absolut abartig. Weil, wie gesagt, wir spielen mit dem Stürmer Rucksack. Der erhöht den Waffenschaden pro Stapel von 0,65% auf 1%. Und die Stapel gehen mit der Brust statt von 100 auf 200. Da könnt ihr Vollgas geben mit. So. Um dieses Deck zu erreichen, holt ihr eine ACS mit oder die Rock'n'Roll oder eine andere benannte Variante, ist scheißegal, geht nur darum, die Stacks schnellstmöglich hochzuballern und das ist, wenn ihr die Brust habt, mit jeder anderen Waffe halt extrem schwierig. Mit der ACS geht es ruckizucki und ja, als Haupthandwaffe, ich habe die Sand-Elmo probiert, die geht super, ich habe die Adler probiert, das geht super, Chameleon wäre Overkill, die Carbon 7 geht super, die Famas geht super. M4, Polizeibits, da geht so einiges. Ne? Also da könnt ihr jede Menge rausholen. Und ja, was noch? Genau, die Werte sind recht gut eigentlich, dass ich bei 54% Chance auf Crit bin, 128 Schaden durch.
Und ich habe die ganzen Sachen tatsächlich alle hier auf, bis auf den Rucksack der Chance. Jetzt muss ich gucken. Der Rucksack ist Chance und die Brust ist Chance. Und der Rest ist Schaden durch. So, hier haben wir eh beides drauf. Da passt es. Und somit kommen wir auf die Werte. Zusätzlich den Buff von der Coyote Maske ist das Maske. Kriegen wir das super hin. Ich gehe mit euch nochmal kurz schnell runter. Zeige ich euch, was das Ding drauf hat, trotz der Schutz vor Elite-Mobs. Mods. Alter, ich habe heute Wochen dringend Sparfehler. So. Nehmen wir unverwundbar Elite. Mir die Liebsten. So. Nisat, ACS. Ihr seht, die ballert in einem Magazin fast den Stürmer-Buff komplett hoch. So. Wenn er dann oben ist, wechselt ihr aber Haupthandwaffe. In dem Fall ist es die St. Elmo. Und könnt ihr verspannen oben, ne? Jetzt hast du doch, wenn die oben weggehen. 1,417 beim Setup. Ich habe die im Know-how 15. Habe ich hier hochgeballert. Absolut in Ordnung. Wie gesagt, und das bei noch mehr Schutz für euch. Und dadurch lässt sich das Ganze deutlich entspannter farmen, auch innerhalb der Incursion. So, das war's für mich, Leute. Rucki zucki. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.